Die Rancilio Silvia ist eine der Maschinen, mit der man sich auseinandersetzen muss, wenn man eine günstige Espressomaschine anschaffen will. Wie sie funktioniert, wie das mit der Temperatur ist und wie man sie meistern kann, erklären wir in diesem Video. Relativ einwandfrei. Wenn man sich mit günstigen Espressomaschinen auseinandersetzt, dann muss man sich unbedingt die Rancilio Silvia anschauen. Es gibt einige Dinge, die man dabei üben muss zu meistern. Man kann sie meistern und wie das geht, schauen wir uns in diesem Video an. Das Gerät kostet irgendwas so zwischen 500 und 550 Euro, also um die ein bisschen mehr als 700 Schweizer Franken, was wirklich für das, auch was sie wiegt. Ich war vorher richtig erstaunt, als ich sie aus dem Karton rausgenommen habe und wie das alles verarbeitet ist, absolut ein fairer Preis ist und sicher eine gute Einstiegsmaschine, bei der man einiges beachten muss. Aber wenn man das so beachtet, dann auf jeden Fall gute Espressi extrahieren kann. Eben, wir haben schon echt guten Espresso damit getrunken. Wie das funktioniert, zeigen wir euch. Bevor wir vielleicht ans Espresso machen gehen, wie können wir die Maschine einordnen? Was ist das für ein System und was ist so speziell an der Maschine? Es ist ein typischer Einkreis, das heißt, wir haben einen Boiler. Dieser Boiler hat 0,3 Liter, so ein bisschen als Größenvergleich bei den meisten VEMA Brühgruppen, wo wir im Zweikreiserbereich sind, reden wir von irgendwo 1,5, 1,6 bis fast schon 1,8. Also ist schon eher ein kleinerer Boiler. Der sitzt auch wirklich direkt hier oben dran. Das ist schon so ein Mini-Boiler, der ist isoliert. Das ist sicher was Cooles und hat einen Wassertank von 2,5 Liter. Hashtag Einkreiser, Hashtag Temperatur. Das kann man vielleicht so zusammenhängend sagen. Einkreiser ist immer auch die Herausforderung. Wie manage ich die Temperatur? Wie habe ich die richtige Temperatur zum Brühen? Und wie habe ich die richtige Temperatur zum Schäumen der Milch? Weil das eine ist nicht gleich das andere. Wenn die Temperatur perfekt ist zum Brühen des Kaffees, dann ist die Temperatur eben zu niedrig, um genügend Druck aufzubauen, damit ich meine Milch in der Milchkanne, selbst in der kleinen, in Rotation bringe. Ich muss also mit der Temperatur hoch, wenn ich schäumen will. Und das ist ein bisschen das Spiel, was es zu meistern gibt bei der Silvia. Einkreiser vielleicht ganz kurz, kannst du das nochmal zusammenfassen, die wichtigsten Facts zum Einkreiser, Michel? Zum Einkreiser sicher das Wichtigste. Wir fokussieren uns grundsätzlich auf Espresso. Wenn ihr pro Woche ein, zwei, lasst es vielleicht dreimal euch einen Cappuccino gönnen möchtet, dann ist das überhaupt kein Thema. Ihr braucht einfach etwa, werden wir nachher auch noch zeigen, rund anderthalb Minuten, um die Maschine hochzuheizen und das Abkühlen, um dann wieder Espresso zu brühen, gibt es sogenanntes Temperatursurfen. Das werden wir auch noch erklären, weil da gibt es einige Mythen um die Silvia herum. Die gibt es ja auch schon seit Jahren, wurde dann mal ein bisschen weiterentwickelt. Aber grundsätzlich ist es immer noch genau die gleiche Maschine, ein bisschen optisch verbessert. Was wir auch angucken werden, ist einfach grundsätzlich die Extraktion und vor allem auch das Schäumverhalten. Kann man wie bei den VEMA-Brühgruppen auch mal eine große Kanne schäumen? Und wenn ja, was muss man alles dazu machen? Ich würde sagen, wir legen los. Ich habe auch richtig Bock auf einen guten Espresso. In diesem Sinne, ich freue mich. Wir möchten jetzt so ein bisschen die Schwierigkeiten der Maschine aufzeigen, aber auch ganz klar zeigen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich auch Spaß machen kann, wenn man die wichtigsten Sachen berücksichtigt. Erster Punkt, den ich wirklich sagen muss, wir haben das vorher jetzt gerade hier aufgebaut, das sieht in Verbindung mit einer kleinen Mühle nebendran, eine Knockbox, ein Temper, ein Lappen dazu, zwei Lappen von Vorteil für den Dampf ja dann noch, sieht das wirklich schon richtig schnuckelig aus und ihr könnt auf jeden Fall einen guten Espresso brühen und zwischendurch mal euch mit einem Cappuccino verwöhnen. Zuerst mal zu den optischen Sachen an der Maschine. Wir haben einen ganz normalen Ein-Ausschalter. Dann haben wir einmal die Taste, die die Wassermenge startet. Die ist nicht programmierbar, also wir starten und stoppen wieder. Wir haben einmal eine Taste für heißes Wasser. Wenn wir die Dampflanze öffnen und nicht hochgeheizt haben, können wir so heißes Wasser ziehen. Und die letzte Taste ganz unten hier, die ihr seht, ist dann, um den Boiler, den Einkreisboiler aufzuheizen, dauert rund anderthalb Minuten, um nachher zu schäumen. Wir haben hinten einen kleinen Deckel oder einen großen Deckel für das Wasser mit den beiden Schläuchen drin. Da kennt ihr es ja, immer gefiltertes Wasser nehmen, dass ihr da auf jeden Fall keinen Kalk in der Maschine habt. Was wir euch jetzt noch einblenden werden, ist der Boiler. Wir haben sie auch mal auseinandergenommen. Dann seht ihr, dass der Boiler isoliert ist und
grundsätzlich auch, wenn man das optisch so betrachtet, relativ klein, die 0,3 Liter, reicht aber völlig, um einen Espresso zu brühen und dann danach zu schäumen. So viel mal zu den optischen Facts, die man gerade sieht. Was wir euch auch noch zeigen möchten, ist so ein kleines Detail, die Auffangschale. Wenn ihr hier den oberen Teil einfach nach oben wegnehmt, habt ihr hier die kleine Auffangschale. Da wichtig zu beachten ist der erste Punkt, dass sie immer ganz hinten steht, weil das Ablaufventil der Brühgruppe direkt hier unten dran liegt, muss diese Schale immer ganz hinten sein. Das heißt, wenn ihr sie nur so reinmacht, kann es sein, dass euch das Wasser hinter die Maschine tropft. Darum darauf achten, dass ihr das immer ganz nach hinten schiebt. Kleines Detail, was mich persönlich ein bisschen stört, die dürfte ein bisschen größer gehalten sein, weil man durch das relativ viele Spülen, was wir nachher noch zeigen werden, ist die relativ schnell voll. Nehmt da vielleicht eher ein Glas oder eine Tasse, dass ihr das ganze Wasser nicht immer in der Auffangschale drin habt. Ansonsten sehr schlicht gehalten. Was ich mega schön finde, ist zum Beispiel auch der Siebträger. Ist grundsätzlich fast der gleiche wie bei den Gastromaschinen. Ihr habt einen relativ großen, massiven Siebträger, der ein gewisses Gewicht hat und es ist sicher nicht irgendwie was aus Plastik. Das ist sicher ein schönes Zeichen. Der hat rund 600, 700 Gramm, also das Ding ist auch ordentlich schwer. Wir kommen zum Espresso machen und da gehört ein kleiner Zusatz immer dazu. Nehmt euch eine Tasse oder ein Glas, das ihr zum Spülen nutzen könnt. Was ihr wirklich beachten müsst, ist, wenn das Licht ausgeht, dann hat der Boiler hochgeheizt. Das heißt aber nicht, dass dann die Temperatur perfekt ist, weil, ihr werdet das jetzt sehen, es dampft erst und dann geht die wirklich runter. Was bedeutet das für euch? In dem Moment, wo die Maschine hochheizt, geht sie als erstes viel zu heiß, bis sie dann wirklich im Temperaturbereich drin ist, wo ihr brühen könnt. Als Referenzwert dazu wartet, wenn das Licht ausgeht, rund 40, 50 Sekunden, dass die Temperatur wieder ein bisschen runtergekommen ist. Wenn ihr nicht warten möchtet, einfach genug spülen. Ihr habt jetzt gesehen, das waren rund 150 Milliliter, die ich gespült habe. Das habe ich vorher gemeint mit, die Ablaufschale ist zu klein für das viele Spülen. Wenn ihr aber die Maschine grundsätzlich durch den Tag anhabt und die nicht gerade hochgeheizt habt, dann stimmt die Temperatur einigermaßen umzubrühen. Das wäre so der erste Tipp, um wirklich konstant eine gute Brühtemperatur zum Brühen zu haben. Dann könnt ihr natürlich die Tasse auf die Seite stellen. Die braucht ihr dann für den Moment nicht mehr. Und ich habe jetzt die Mühle schon mal ein bisschen eingestellt. Ihr kennt das ja, sauber ausputzen, den Kaffee reinmalen. Denkt ans Leveln und wie Philipp in dem Video über Channeling gesagt hat, auch an das vertikal komprimieren, sauber verstreichen, gerade tempen. So. Und jetzt seht ihr auch, er hat jetzt nicht mehr hochgeheizt, das heißt, ich kann die Temperatur jetzt wirklich auch verwenden, einspannen, sofort starten und Tassen runterstellen. Könnte ein bisschen feiner gemahlen sein, aber schmeckt. Das mal als erste Extraktion, um zu zeigen, dass wenn ihr gewisse Parameter einhaltet, ihr wirklich mit der Sevia einwandfreien leckeren Espresso brühen könnt. Ich möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Achtet darauf, dass wenn die Maschine gerade hochgeheizt hat, dass ihr dann wirklich zu heiß seid, um zu brühen. Achtet auch auf das, was aus der Brühgruppe rauskommt, dass wenn das dampft, ist es sicher eher zu heiß. Dann ruhig 150, 180 Milliliter spülen, um die Temperatur runterzuholen oder einfach rund 40 bis 50 Sekunden warten und erst dann den Kaffee zu brühen. Spülen aber trotzdem, dass ihr einfach ein bisschen den Rest Kaffee von dem Brühsieb runtergewaschen habt und dann Extraktionszeiten je nach Kaffee, das kennt ihr alle, so einhalten wie auf allen anderen Maschinen. Und dann könnt ihr wirklich auch mit der Sevia, mit dem Einkreiser, einen wunderbaren Espresso brühen.
Und damit ihr auch mal seht, in welchem Temperaturbereich wir uns bewegen, wenn wir nicht spülen würden oder nicht warten würden, nachdem die Maschine hochgeheizt werden, haben wir einen Siebträger mit einem eingebauten Temperatursensor, um euch das wirklich auch mal zu zeigen, was wir so ausprobieren, bevor wir eine Maschine euch vorstellen. Gut. Ihr seht, wir sind eher am oberen Ende der Temperatur, aber wir haben ja vorgängig nicht gespült. Wenn ihr erst spült, dann seid ihr dann irgendwo bei den 293 Grad Grundtemperatur, die ihr für den Kaffee optimal sein sollten, wenn ihr euch irgendwo im normalen Kaffeebereich bewegt. So, und wir kommen zum Cappuccino und müssen erstmal die Maschine hochheizen. Was man jetzt super sieht, ist einerseits, der Dampfschalter hat jetzt ein Lämpchen an und die Maschine zeigt mir an, einerseits, dass sie eingeschaltet ist, aber andererseits, dass sie wirklich am Aufheizen ist. Wenn diese Lampe ausgeht, in dem Moment haben wir den Dampfbereich erreicht und die volle Leistung und dann können wir wirklich auch schäumen. So, nach rund anderthalb Minuten hat die Maschine aufgeheizt und wir können schäumen. Oder doch nicht? Was man wirklich auch beachten muss, dass relativ viel Kondenswasser einerseits in der Dampfpflanze drin ist und dass es relativ lange dauert, bis wirklich nur noch Dampf kommt und kein Wasser mehr. Darum habe ich so ein bisschen ausprobiert, welche Technik man anwenden könnte, um dieses Wasser erst rauszuholen und dann wirklich zu schäumen, nur mit Dampf, was ja von Vorteil wäre. Erster Punkt, Dampfpflanze wirklich ordentlich ausblasen. Das heißt, ich habe extra eine Glaskaraffe genommen, dass ihr seht, wie viel Wasser da rauskommt. Es kommt als erstes wirklich ganz, ganz viel Wasser und dann kommt so ein Gemisch aus Wasser und Dampf. Und es dauert relativ lange, bis da nur noch Dampf kommt. So. Und ihr seht, das wäre sonst in eurer Milch gelandet und das möchten wir halt wirklich nicht, weil wir ja schon rund 10% Dampf dazu holen und somit die Flüssigkeit erhöhen. Aber so viel wäre dann wirklich nicht gut. Dann mit dem Teller ruhig ein bisschen nach vorne. Ich habe jetzt mir angewöhnt, nochmal ein bisschen auszublasen. Dass ich wirklich möglichst wenig auch von diesem pulsierenden Dampf Hüben habe und dann geht das relativ gut zum Schäumen. Auch mit einer großen Kanne geht das dann relativ einwandfrei. Und ihr seht auch, sie hat ordentlich Power. Man muss es ein bisschen kontrollieren. Man muss nicht allzu sehr an den Rand und kann wirklich eine schöne Rollphase machen und kann dann wieder ein bisschen ins Zentrum und so die Milch einwandfrei schäumen, bis sie heiß ist. Ihr habt gesehen, es funktioniert wirklich, dass man einen guten Mehlschaum hinbekommt. Was für mich so ein kleiner Kritikpunkt wäre, ich kenne ja die Ranchillo auch die Gastronomiemaschinen und wenn man da einfach eine Dampfpflanze hingeschraubt hätte, wie es auf den Gastronomiemaschinen üblich ist, mit vier Ausgängen auf der Seite, wäre es ein bisschen einfacher zu schäumen. Diese hier hat nur eine in der Mitte und die hat so viel Power, dass es wirklich am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig ist, das zu kontrollieren. Und wenn wir jetzt ausmachen und direkt gucken würden, mit welcher Temperatur das ihr brüht, dann würde das entstehen. Ihr seht, wir würden den Kaffee mit 130 Grad brühen, also so das Schlimmste, was ihr eurem Kaffee antun könntet. Und darum ist das sicher in dem Moment nicht dafür gedacht, zu extrahieren, zu schäumen und dann direkt wieder zu extrahieren. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wartet, bis der Druck und vor allem auch die Temperatur sich gesenkt hat. Oder es gibt sogenanntes Temperatursurfen auf der Ranchillo Silvia. Und wie das genau funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Temperatursurfen seht ihr auf verschiedenen Kanälen. Was das genau bedeutet, möchten wir euch natürlich auch noch zeigen. Jetzt im Moment wäre sie gerade noch am Hochheizen. Ich habe den Dampf jetzt wieder zugeschaltet und mal angenommen, ich würde jetzt wieder Espresso brühen wollen. Dann schalte ich den Dampf aus und
dampfe die Dampfpflanze dann mit dem Restdampf, der noch im Boiler drin ist, aus, führe aber gleichzeitig kaltes Wasser hinzu, weil mit dieser Taste könnte ich ja heißes Wasser produzieren, wenn kein Dampfbereich ist. Und dadurch fülle ich den Boiler gleichzeitig, wo ich was rausnehme, wieder mit kaltem Wasser und somit könnte ich die Temperatur relativ schnell senken. Das mache ich jetzt einfach mal, dass ihr seht, wie das funktioniert. Ihr macht das so lange, bis das Licht hier wieder angeht, weil dann ist der Boiler ja abgekühlt. Ihr seht, wir lassen jetzt relativ viel Wasser rauslaufen, bis das Licht wieder angeht, machen dann wieder zu und können das auch wieder stoppen. Und jetzt, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben den Boiler eigentlich komplett entleert, 0,3 Liter, wie ihr jetzt seht, Kännchen fast voll, ihn mit kaltem Wasser gefüllt und die Maschine heizt jetzt wieder hoch. Nur heizt sie natürlich wieder so hoch, dass wir wieder zu heiß sind. Und darum reden wir von einem Surfen, weil wir jetzt eigentlich mit dem Boiler waren wir oben, gehen jetzt runter, sind jetzt vielleicht noch irgendwo bei 85 Grad, jetzt heizt er wieder hoch, ist dann irgendwo wieder bei 6, 7, 98, also relativ heiß. Und dann habt ihr wieder die zwei Möglichkeiten, wie vorher, entweder ihr spült ordentlich was oder ihr wartet rund 40, 50 Sekunden, nachdem das Lämpchen wieder ausgegangen ist. Das ist das Temperatursurfen bei der Silvia. Das war die Ranchillo Silvia, wir haben sie getestet. Was würdest du sagen, overall? Overall, Preis-Leistung stimmt für mich. Man muss Wissen sicher wie bedienen und wenn man diese kleinen Tricks beinbehält, dann ist das wirklich einwandfrei zum Espresso zubereiten, zu brühen. Was für mich ein bisschen, wo ich skeptisch bin, ist wirklich, wenn man regelmäßig schäumen müsste. Aber wenn das einmal die Woche ist, dann ist das wirklich überhaupt kein Thema. Und dann ist dieses Temperatursurfen auch gar nicht nötig. Dann kann man das in aller Ruhe abkühlen lassen. Und dann funktioniert das wirklich einwandfrei. Ich würde auch sagen, man kann hier wirklich für relativ geringes Geld im Vergleich zu Maschinen, die viel teurer sind, ist immer noch viel Geld, aber im Vergleich zu den Maschinen, die dann 1000 Euro, 1200 Franken kosten, eine finanziell überschaubarere Maschine sich anschaffen, mit der man sehr guten Espresso machen kann und mit der man auch sehr gut Milch schäumen kann. Und insofern ist der Cappuccino auch gut. Ja. Aber man muss sie meistern. Es ist kein Selbstläufer. Wenn man sich darauf einlässt und wenn man Lust darauf hat, das eigentlich so ein bisschen herauszufinden, dann ist es eine tolle Maschine zum Experimentieren und auch zum Einsteigen. Wenn ihr aber lieber sagt, ich will morgens einfach, dass mein Kaffee schmeckt und konstant ist und einfach gut läuft, dann macht es Sinn, sich zu überlegen, ob das wirklich das richtige Modell ist. Ich glaube, man muss Lust haben auch auf die Auseinandersetzung mit der Maschine. Und vielleicht können wir das so stehen lassen. Absolut. Als Fazit. Ranchillo Silvia, tolle Maschine, potenziell genialer Kaffee, aber man muss ein bisschen dafür arbeiten. Auf jeden Fall. Wichtig zu ergänzen ist noch, dass das grundsätzlich bei jedem Einkreiser so der Fall ist und dass dieses Temperatursurfen bzw. dieses Aufheizen und wieder Abkühlen überall genau gleich ist. Seid euch dem einfach bewusst, aber dann macht es auf jeden Fall Spaß, mit den Maschinen Espresso zu brühen und zwischendurch mal zu schäumen. Bis bald. Wir freuen uns, wenn ihr das Video kommentiert, Fragen stellt, ergänzt. Vielleicht haben wir was vergessen. Unbedingt einfach dazu schreiben. Und dann sagen wir bis bald von den Kaffeemachern. Viele Grüße. Tschüss.